Pascal, Trainer der 1B, ein 1:0 Erfolg auf der TuS DJK, möglicherweise ein wichtiger Schritt zum möglichen Hattrick. Wie siehst du das? Ja, Stützer, heute war es sehr wichtig hier zu gewinnen, dass du die andere Mannschaft hinter der Last, also auf Distanz hältst. Dass es hier schwer wird, habe ich geahnt, weil ich schon das Spiel vor 14 Tagen sehe, wo Riespieler hier 3-2 verloren hat. Und ich habe die Mannschaft eigentlich auch gewarnt, wie sie spielen, die TuS, haben das nicht umgesetzt, was ich eigentlich wollte. Deswegen ist es auch so schwer war. Im Endeffekt muss man ganz klar sagen, glücklich, muss man sagen. Die 1B war jetzt gut verstärkt mit Spielern von der ersten Mannschaft. Immer wieder taucht die Kritik auf, dass die ersten Mannschaftsspieler dabei sind oder auch Spieler von der A-Jugend. Ich habe es vorhin im Umfeld gehört, wo ein Verantwortlicher der TuS DJK sich auch darüber irgendwie ausgelassen hat. Ich erinnere mich, beim letzten Spiel in der anderen Liga gegen die zweite Mannschaft der TuS DJK stand fast die komplette erste Mannschaft der TuS DJK auch auf dem Platz. Wie stehst du nach wie vor zu dem Thema Oberligaspieler, A-Jugendspieler in der zweiten Mannschaft des FKP? Ja gut, es ist ja die zweite Mannschaft, soll ja da sein zum Aufbauen für Spieler, wo verletzt waren, für A-Jugendspieler, wo in der aktiven Bereich wollen. Also es macht jede Mannschaft, ob das Erlenbrunn ist, TuS DJK, egal, das gehört dazu. Und was soll ich dazu sagen? Natürlich ist bei uns der Unterschied zwischen Oberliga und Bezirksklasse größer, wie wenn jetzt die TuS DJK in die Kreisliga abgibt oder in die Kreisklasse. Das ist natürlich klar, dass da immer Zwiespalt ist und man sieht es ja, dass die Leute sich immer noch drüber aufregen. Aber der Verband, das habe ich schon gesagt, wo man das Theater mit Erlenbrunn hatten, wenn der Verband das so sagt, dass man so spielen darf, und warum soll man das nicht ausnutzen? Wir haben vor, mit der zweiten Mannschaft so hoch wie möglich zu spielen, dass der Unterschied auch zwischen erster und zweiter Mannschaft nicht so groß ist. Ich sage jetzt mal, wenn es Oberliga, Landesliga wäre, und dann kann man die A-Jugendspieler oder die, wo es nicht ganz packe für in die erste, doch da einsetzen. Und dann schätze ich auch, in der Landesliga sagt keiner mehr was. Dann ist es normal, aber jetzt halt, wie gesagt, der Unterschied ist vielleicht zu groß und dann wird natürlich gemotzt, verstehe ich natürlich. Wobei ich auch sagen muss, heute der Unterschied zwischen Oberliga und Bezirksklassemannschaft, also ich habe keinen gesehen, sondern ich habe die TuS einen Tick stärker gesehen, also weiß ich nicht, warum da Leute motzen, wenn die ihre Chancen reinmachen und dann verlieren wir heute zurecht und dann ist gut. Ja. Eine kurze Frage zur Jahreshauptversammlung. Wir haben viele Berichte gehört über die einzelnen Mannschaften. Manche davon waren etwas länger. Was ich vermisst habe, war unter anderem den Bericht über die FKP Damen und den Bericht über die 1B. Kannst du jetzt uns irgendwie vielleicht ein Resümee oder irgendetwas abgeben? Was war mit der 1B im vergangenen Jahr? Wo geht's hin? Was sind die Pläne? Ja gut, also ich muss sagen, ich habe für extra drauf verzichtet, weil ich halt erst seit Januar, 15. Januar dazugestoßen bin wieder zu der zweiten Mannschaft. Habe sie eigentlich in der Vorrunde so gut wie überhaupt nicht gesehen. Dadurch, dass ich in der B-Jugend war, habe ich vielleicht 2 Spiele gesehen. Ansonsten war ich ziemlich weit weg. Deshalb habe ich auch drauf verzichtet, was zu sagen. Das hat ja der Volker Theis übernommen gehabt. Und wo unsere Ziele, ja, letztes Jahr war es so, dass wir Zweiter gemacht haben. Das haben wir dieses Jahr wieder vor, sage ich mal, mindestens Zweiter zu werden, um die Chance zu wahren, in die Bezirksliga aufzusteigen. Weil da sehe ich dann die Chance drin, A-Jugendspieler zu integrieren, wo die Chance dann haben, in der Bezirksliga, im aktiven Bereich, sich zu festigen, den Sprung vielleicht 1-2 Jahre später zu schaffen, um Oberliga oder Regionalliga zu spielen. Im Moment haben wir ja noch die Chance, in die Regionalliga aufzusteigen. Und das muss einfach auch das Ziel vom FKP sein, die zweite Mannschaft so hoch wie möglich spielen zu lassen. Alles andere wäre eine Farce. Dann hoffen wir mal, dass der zweite Platz drin ist, dass es gut ausgeht. Denn immerhin, wenn man die letzte Saison betrachtet, die Relegationsspiele, die waren sehr gut besucht. Teilweise besser wie die Spiele der ersten Mannschaft, so das eine oder andere. Was natürlich dann auch ein bisschen Geld in die Kassen reinspült. Was aufgrund von den Statuten in der Oberliga dann auch, oder beziehungsweise dann eben in der Klasse dann auch, für die Kassen gut sein kann.
Ja, natürlich. Es ist klar, wenn man eine Mannschaft aufbaut wie die zweite Mannschaft, die kostet erstmal Geld. Das ist logisch. Und ich sage mal, jetzt kommen wir in einen Schritt rein, wo sie vielleicht auch wieder Geld einspielt. So wie die Relegationsspiele letztes Jahr, die haben Geld eingespielt. Das Relegationsspiel B-Jugend hat Geld eingespielt. Das sind Spiele, die braucht man. Natürlich ist es gut, wenn man Erster ist und muss das nicht mehr machen. Aber ich sage mal, die zwei Spiele, Relegationsspiele, die kann man mitnehmen. Wenn man sie gewinnt, ist es super. Dann hat man noch Geld, was man natürlich verliert. Ist natürlich scheiße, auf Deutsch gesagt. Dann drücke ich mal die Daumen, dass wir den Hattrick schaffen und blicken in die Zukunft. Alles klar. Vielen Dank. Danke auch. Tschüss. Tschüss.